Ja, liebe Freunde und Fans von Mini-PV, worum geht es im heutigen Video? Ich versuche die Frage zu beantworten, welche Powerstation von EcoFlow ist für das Powerstream-System geeignet? Die Antwort von EcoFlow ist ja relativ einfach. Die sagen alle. Ich sage dazu, das ist richtig, aber leider falsch. Und warum dieses Aber, bleibt dran. Schön, dass ihr noch dabei seid. Dann beantworten wir jetzt einmal die Frage, welche Powerstationen sind meiner Meinung nach wirklich für das Powerstream von EcoFlow geeignet? Dazu muss man sich eigentlich nur zwei Fragen beantworten. Die eine Frage ist, welche Speichergröße, welche Kapazität der Powerstation macht Sinn? Und die zweite Frage ist, wie viele Ladezyklen verträgt die Batterie? Gehen wir zur kleinen Serie von EcoFlow, zu den kleinen Powerstationen, zu den River Powerstationen. Wir haben da 0,25, 0,5, 0,7 kW. Macht das wirklich Sinn, eine solche Batterie an ein täglich arbeitendes Solarsystem zu hängen, wo täglich geladen und entladen wird? Macht es wirklich Sinn, eine solche kleine Batterie mit so einem Stecker, mit einem Kfz-Ladestecker, mit dem Powerstream Hybrid-Mikrowechselrichter zu verbinden? Mir sagt da mein Bauchgefühl, ich würde das allein schon wegen diesem Stecker nicht machen. Mit den Ladezyklen gibt es Folgendes zu beachten. Ältere Batterien, wie zum Beispiel die Telta Max, die hat 800 Ladezyklen und nach diesen 800 Ladezyklen sind 80% der ursprünglichen Kapazität der Batterie erreicht. Das heißt, die Batterie beginnt ab diesem Zeitpunkt dann immer weiter abzubauen und hat nicht mehr die ursprüngliche Speicherkapazität. Und wenn jetzt ein solcher Akku 800 Ladezyklen hat, was bedeutet das für ein täglich arbeitendes Solarsystem? Der Akku wird hier richtig rangenommen, täglich wird geladen, entladen. Das heißt, diese 800 Ladezyklen werden vielleicht in 3, 3,5 Jahren, die ich vorhin da genannt habe, vorbei sein. Das heißt, diese Investition macht in meinen Augen für ein Solarsystem auch keinen Sinn. Daher kommen meiner Meinung nach wirklich für das Powerstream-System eigentlich derzeit drei Produkte von EcoFlow wirklich in Frage. Das ist die Delta 2 mit 3000 Ladezyklen, die Delta 2 Max, die jetzt neu rauskommt, mit auch 3000 Ladezyklen und die Delta Pro mit 3500 Ladezyklen. An die Delta 2 kann kein Zusatzakku angeschlossen werden, weil dieser Anschluss hier auf der Seite vom Powerstream Hybrid-Mikrowechselrichter belegt wird. Die Delta 2 Max verträgt einen Zusatzakku, am zweiten Anschluss für den Zusatzakku kommt der Hybrid-Mikrowechselrichter und die Delta Pro verträgt ebenfalls einen Zusatzakku. Wir haben diesbezüglich im Onlineshop auf minipv.at für euch äußerst preislich attraktive Pakete geschnürt. Schaut hin auf minipv.at, dort gibt es günstige Pakete zum Kaufen. Bleibt dran! Abonniert den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.